Mal gucken, ob Ubisoft dem Hawker jetzt wieder Sound spendiert hat. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Waschküche. Toll, die Waschküche war mal toll, jetzt nicht mehr. So toll. War der überhaupt schon mal Bereich sichern da unten? Ich glaube nicht. Mal gucken, ob die den Bereich geändert haben, ob man immer noch auf der Treppe einnehmen kann. Das fand ich immer ganz nützlich, weil da hat man eigentlich sofort immer erkannt, da ist jemand auf der Treppe, wenn man in die andere Tür geguckt hat. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Freie Richtung. Sicher. Das sieht jetzt alles so gleich aus. Jetzt rennen alle zur Luke. Nein. Schutzplatten werden eingesetzt, hier rein AVS. Schockdrohne, die zerquetsche ich. Leider nicht. Die Drohne, aber sie ist kaputt. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Mann. Böses Auge, einsatzbereit. Die Körne ist im Einsatz. Unsere Drohne ist nach unten gefahren, ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, bei Jäger, aber ich muss eine hingefahren. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, schon kaputt, Mann. Das klingt wie die Twitch. Ja klar, die haben sie ja die F2, also die Twitch-Drohne haben wir schon gesehen. Rekrut haben sie auch. An der Treppe kommen sie an, okay, das ist okay. Nee, das war Kite, Entschuldigung. Das war Kite, ja, genau. Ja. Auf der Treppe ist gerade niemand. Besser auch geguckt. Der Boden da oben noch offen oder zu? Ich glaube, der ist aufgegangen, weil der hat es gerade gesplittert. Ja, der schießt da durch. Du bist auf ihrem Radar. Jackal hat mich. Auf dem Radar. Jetzt kommt oben jemand an. Treppe, es wird nicht eingenommen. Der ist in der Treppe. Vorsicht. Mann, boah. Warum sollst du denn jetzt? Warte doch. Kannst die du einfach. Gegner sichern den Behälter. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Das haben sie also auch geändert, dass man auf warum der Treppe nicht mehr einnehmen kann. Mit Vorrennen? Jetzt haben wir genauer gesagt, wo schon auf der Treppe. Ja. Ich dachte, er so. Wäre noch weiter oben. Der Typ war in der Treppe drin. Mit den halben Beinen. Er hat sogar einen Ace gemacht. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. Oh, und C4 fliegt. Nein! Ja, aber. Wir rennen erstmal weg. Vorne fährt Treppe runter. Ich lade nach! Ich brauche Deckung! Und zerquetscht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wand gesichert! Böses Auge platziert! Habt die Orientierung verloren? Es bleiben 10 Sekunden. Böses Auge einsatzbereit! Oh ne, jetzt ist er offen. Ja, ich warte noch, bis der weg ist. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahr lokalisiert. Und IQ. Sieht man direkt beim Spawn die Gegner. Schädling draußen! Schädling online! Mann! Erst war da ein Loch. Jetzt da verstärkt und Strom drauf. Besser geht's nicht. Ja. Noch einer an der Wand von euch? Ja. Nein, alles aus. Laden!
Oben ist wieder jemand Treppe. Oh ne, Ash. Miss Juli 1988. Ach du Scheiße, es war eine Splitter. Komm, geh raus. Ja, das macht noch Schaden. Die Treppe ist jetzt beknackt geworden. Das ist ja auch noch eine feste Wand, ey. Früher könnte man da halb hochgucken. Deine Kamera kaputt. Ja, blind. Ja, die ist kaputt. IQ ist im Eimer. Komm hier hinten. Jana, komm zu mir. Motzi wirft sich heldenhaft davor. Oder Wurst. Ich guck weiter Treppe. An der Luke ist noch jemand drunter drin. Hab ich. Hab's. Ich lade mal nach. Treppe jetzt alleine. Gerne bei mir. Ich guck. Turm ist direkt in der Türhocke. Nur noch ein Gegner übrig. Ich guck Treppe. Lass mich liegen. Ich, nee, ich dachte, MG wäre gerade schon. Nee, lass mich liegen. Guck Treppe. Danke. Gegner eliminiert. Warte, ich helfe. Upsala, falsche Taste. Jetzt hier. Upsala. Nee, das war diesmal bewusst. Die Waschküche hat Ubisoft maximal versaut, ey. Dabei haben sie kaum was geändert. Gratulation, ey. Ubisoft kann noch nicht sehen. Wahrscheinlich im Homeoffice. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Die programmieren ihre Spiele noch mit XP. Versammlungsraum ist sauber. Oben, irgendwas oben. Spritz mal oben. Dem Lukengang war er. Also. Wir haben Orex und der ist unten im Keller gewesen. Meiner war oben. Spritzmann hat oben Stacheldraht ausgelegt, also schätze ich mal, sind sie oben. Ja, die verstärken hier gleich. Also. Ja. Ist das Läsion? Ja. Chakal steht sehr sicher. Wer klopft hier was auf? 5 Sekunden. Kamerafrau. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ups, Balkon. Spritzenmann. Was, Balkon? Ja, oben im Schlafzimmer ist das. Macht denn der hier auf meiner Seite raus? Gibt's auch einen Balkon? Nö. Nee, Jungs. Ich hab mich an der anderen, an dem anderen Durchgang gewähnt. Kacke, ey. Versammlungsraum könnte jemand sein, da ist Lärm zu hören. Oh ja, da ist jemand. Kommt jetzt Garage rein, Garage drin. Vorsicht, Garage drin. Rennt da wieder raus, Kamerafrau. Geht in den Versammlungsraum wieder rein. Die hockt ja immer noch Seraphina. Rechts. Ist sie reingerannt? Oh, Orix ist oben, Balkon. Versammlungsraum nach Kamerafrau. Sie rennt jetzt weg. Kommt wieder vor, Seraphina. Was? Hä? Verbleibt. Durchs Auto, genau. Da. Ciao. Ja, es ist logisch, ja. Es ist logisch. Lock war da unten. Nein, da ist was. Genau, der eigene Druck getötet. Hatching hier an. Yes.
Die hatte noch zwei Dufthiebe, die Nomad. Hättest du mal einen benutzt. 191 ist der Typ. So alt schon. Level sagt doch nichts, ich bin über 200. Du kannst immer noch nichts. Ich kann immer noch nichts. Nicht mal Sound kannst du richtig abspielen. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Kommt, glaube ich, Waschküche, ja. Waschküche. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Nein, das nächste Mal stelle ich mich auf eine Matte. Dann schießen die drauf auf die Drohne und dann geht die Matte kaputt. Wenn sie nicht ganz treffen. Ab auf die Matte mit dir. Nee, ich will dahinter. Jetzt trifft er dich. Mit einer Kontaktgranate. Wenn er schlau ist, dann klettert er oben hoch, wie ich vorhin. Oder er schiebt diesen Klotz vor. So, Spritzmann rennt bestimmt wieder Balkon raus. Diesmal bringe ich ihn ganz da um. Nimm ihn nochmal um. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Jetzt ist er natürlich nicht auf dem Balkon. Mann. Blöder Arsch. Kamera vor kaputt. Lade nach. Oh, oh, ich hab schon mal 10 HP genommen. Kameras könnt ihr benutzen. Platziert und bereit zum Sprengen. Aber nicht. Ich hab gehackt. Aha, wir wussten, du bist ein Hacker. Warum hat er jetzt. Ich komm mit Hawkeye, Moment. Am Treppenhaus ist Doc. Was hoch zum Kinderzimmer führt. Ein riesiger verdammter. Den Behälter sieht. Ich guck Turm hinten. Großer alter Turm. Da hinten ist jemand scheiße. Gute Arbeit. Ziel gesichert. Was konnten? Gesichert. Haha. Schwarzbild. Ja, was? Oh. Hast du gerade die Kamera kaputt gemacht? Ja, warum? Weil ich gesagt habe, ich habe sie gehackt. Ja, aber es war da eh schon vorbei. Ah. Und dann habe ich die Willkommensmatte gefunden. In der nächsten Runde weiter. Ach so. Jetzt muss er nochmal hacken. Und einen Kuchen kochen. Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu hacken. Wenn Togepi nicht solche Kackwaffen hätte. Ja, Mann. Das sage ich auch. Komm, wir versuchen es nochmal. Jetzt kommt das erste Ace mit Togepi. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ein Ace nur mit Blendgranaten wäre doch was. Prallen vom Kopf zu Kopf ab. Mozi, mach die Luke auf. Nett, fahr ich runter. Keller womöglich nicht, weil aufgemacht. Ja, mir Turm. Turm, Versammlungsraum womöglich. Da machen die auf. Wie komme ich denn immer Lesesaal jetzt, ey? Weiß ich nicht, aussieht wie gerne? Ist doch nicht Kaffee. Nein, eigentlich nicht. Ich hab nicht mal Bücher zu Hause, außer ein Kochbuch. Echt jetzt? Hm. 10 Sekunden bis Einsatz. Alibi? Ich habe zuletzt ein Buch gelesen, in der 5. Klasse. 5 Sekunden. Ist ja? Aber erst ein Jahr her. Kannst du da nicht an die Wand gehen, wenn sie da gerade verstärkt? Weiter ja, tut mir leid. Und diesen sicher. Das hilft der Wand jetzt auch nicht mehr.
Der Kamera hilft das nicht. Oh mein Gott, ist ja okay. Ich hab's versaut. Ich geb's ja zu, meine Güte. Okay, Schlafzimmer offen. Komm, verzeiht mir. Nur wenn du Kuchen backst. Der Vogel da oben, der zuckelt herum. Stimmt, der wollte einen Erdbeerkuchen mit Stacheldraht. Ich weiß, ich weiß. Mhm. Und Stratz hat Kamerafrau drauf. Haben sie auf jeden Fall, Kamerafrau. Okay, jetzt kommt er da oben nicht raus, ey. Die hat die Tür aufgeschlagen und die Kamera direkt an das Holz geworfen. Was? Auf jeden Fall hier unter Power. Okay. Ich könnte schon mal ganz oben reingehen, am Ende ist die da ganz oben. Leg mal ohne Drohne rein, gucken reinzugehen. Mal gucken, ob es gut geht. Ich bin noch lebig. Der Typ hat hier Friendly Fire gerade an. Turm ist sauber. Oberhalb ist er zumindest sauber über dem Erdgeschoss. Die Wand ist verstärkt worden. Ich guck mal Turm Keller. Aua, Ella kam. Ja, Ella sitzt auf der Treppe zum Kinderschlafzimmer hoch. Kamera habe ich im Turm. Ich steck mal weiter Keller ab. Alibi haben sie noch. Kacke. Du jetzt Keller gucken? Achso, stimmt, du bist der Termin. Spezielle Ladung, Abstand halten. Dann gucke ich jetzt mal Gang. War Mai, Ella. Kamerafrau. Alibi. Oh, was? Von wo? Ach, der liegt da an der Kacktreppe. Der war Mai liegt an der Treppe, wo man vom Versammlungsraum schon rausgeht. Also fast im Gang. Unten an der Treppe. Da ist eine kleine Treppe, der liegt schon fast im Gang da vorne. Der ist nicht mehr im Versammlungsraum, sondern... Oder was? Ja. Da ist eine Treppe, die runtergeht und der liegt unten. Lager zumindest. Der war schon praktisch um die Ecke da vorne. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Da ist der immer noch, der Arsch. Kommt vielleicht um die Ecke gerobbt in den Gang zu dir. Wer entdeckt da oben? Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. Was? Oh, Ella schmeißt doch noch. Übrig. Jawohl. Jetzt stehen die gleich hintereinander und wir gewinnen noch. Der eigene Trupp konnte den Biobehälter nicht rechtzeitig. Da an der Treppe lag der direkt schon unten. Ja, aber da muss er irgendwie über die Küche zurückgegangen sein. Weil bei mir kam er nicht rein. Was für ein hinterhältiger Typ dieser Wamai. Legt er sich schon fast in den Gang. Ganz schön dreist, aber mit der Dreistigkeit hatte er Erfolg. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.